Und auch reif für die Insel? Herzlich willkommen auf Usedom, dem nordöstlichsten Zipfel Deutschlands. Was ist denn so schön an Usedom? Die Insel gehört seit Jahren zu den Top-Reisezielen. Wo tummeln sich die Touris und wo kann ich abschalten? Dieser naturnahe Tourismus, den kann man doch hier erleben. Und wenn du Remi-Demi willst, kannst du auch was machen. Oh. Jetzt fahren wir genau dahin, wo nicht die Massentouristen unterwegs sind. Ich glaube, dass man hier ganz gut runterkommen kann. Wie teuer ist Usedom? Billig ist es bestimmt nicht. Das ist eine Insel und auf einer Insel muss ja alles hingebracht werden. Ist ja viel schwieriger. Wo kann ich sparen? Kommt auf die Ansprüche drauf an. Wir haben eine günstige Unterkunft geschossen. Ja, wenn man so ein bisschen hier und da ein Auge zukneifen kann, geht das. Quer über die Insel mit dem Leihrad. Eine gute Idee? Man kann mit Fahrrad also viel erkunden hier. Wunderbar ist das. Ich bin bereit. Los geht's. Urlaub zu Hause in Deutschland ist nach wie vor super beliebt. Wenn man mal guckt, allein 5 Millionen Menschen lieben den Urlaub hier auf der Insel Usedom. Kein Wunder, bei 2000 gratis Sonnenstunden, das ist so viel wie nirgendwo anders in Deutschland. Tja, was kostet nur der Rest? Das kläre ich jetzt bei Was kostet Urlaub auf Usedom? Zunächst einmal hat mich Usedom eins gekostet, Zeit und Nerven. Und zwar bei der Anreise, denn die Insel liegt in der äußersten Ecke Deutschlands. Lohnt sich dieser Weg? Das will ich auf meinem Pedelec herausfinden. Die ersten Meter auf dem Radweg sind eher holprig. Wenn Sie sich auf Usedom ein Fahrrad ausleihen wollen, dann seien Sie so klug und nehmen eins am besten mit so einer Federung da drin, denn nicht alle Straßen sind hier gerade. Hier sind viele Platten verlegt. Das heißt, Sie kriegen ordentlich was hier auf die eigenen Stoßdämpfer. Aber ansonsten ist das eine wunderbare Insel, um Touren zu machen. Viel Natur, viel Ruhe auch, kommt wahrscheinlich aber auf die Saison an. Und ansonsten fahren, fahren, fahren. Pro Tag zahle ich für mein Leihrad 22 Euro. Mein erstes Ziel, Zinnowitz an der Ostseeküste. Der Strand ist der Sehnsuchtsort aller Urlauber. Ich mache mich gleich morgens auf, da ist es hier noch menschenleer. Es gibt viele gute Gründe, nach Usedom zu kommen. Und es gibt Menschen, die sagen, dieser 42 Kilometer lange Sandstrand ist einer davon. Es ist der längste in Deutschland und offenbar auch ein richtig schöner. Stand-up-Paddeln habe ich mir vorgenommen. Habe ich noch nie gemacht in der Ostsee. Und ich weiß auch jetzt schon, warum. Es ist nämlich richtig kalt. Ich weiß schon, wer sich gleich erstmal einen heißen Tee macht. Aber mal gucken, wie das so mit Wellengang funktioniert. Das habe ich nämlich tatsächlich auch noch nicht gehabt. Ja, dann mal gucken, ob das was wird. Wow. Immerhin, ich stehe. Ja, das ist schon ein bisschen was anderes hier bei Wellengang. Ja. Dabei ist jetzt am Morgen die See noch ruhig. So, hier steige ich heute nicht mehr ab. Macht Spaß. Nicht einmal umgefallen. So leicht hätte ich es mir nicht vorgestellt. Die letzten Meter. Eine Stunde Stand-Up-Paddling kostet 16 Euro. So wie ich kann sich jeder ein Board ausleihen, und zwar bei Mario Vanagas. Mario, ist Stand-Up-Paddling echt so ein Ding, wo viele Touristen kommen und sagen, Mensch, ich habe das gesehen, ich will das jetzt auch machen? Oder? Ja, also kaufen will man sich das wahrscheinlich nicht gleich. Was kostet das so ein Ding? Ja, das geht bei 290 Euro, glaube ich, los und dann nach oben offen wie in allem. Und bevor man sich das jetzt kauft und hat vielleicht keinen Spaß dran oder ist zu dämlich oder wie auch immer, kann man hier mal testen. Pass auf, und du sitzt dann hier ganz gemütlich im Strandkorb und guckst dir an, wie die Touris reihenweise reinfallen. Ja, genau. Beachvolleyball gibt's umsonst. Netze sind überall am Strand aufgespannt. Allerdings liegen meine Stärken nicht gerade im Ballspiel. Da hilft nur eine ausgefeilte Taktik. Ich bin mal bei Nick. Der Mario läuft sich einen Wolf und ich hab Verstauspause. Wo bleibst du denn? Oh mein. Du hast gewonnen. Ich bin auf. Puh, aber auch ich bin leicht aus der Puste. Höchste Zeit, was Neues zu machen.
Seebrücken wie diese gibt es etliche auf Usedom. Sie sind die Wahrzeichen der Seebäder überall an der Ostseeküste. Und erster Anlaufpunkt für Urlauber, das muss ich mir mal aus der Nähe anschauen. Und jetzt schauen Sie sich mal dieses Bild an, die Brücke runter, wie viele Menschen da draufstehen. Jetzt wird's voll. Rein ins Getümmel! Die Liegewiese der Touristen. Heute die Strand-Edition mit vielen Strandkörben. Aber schön, das ist ja das Bild, was ich als Urlauber irgendwie auch erwarte. Was ich allerdings nicht erwartet habe, am Ende der 315 Meter langen Vineta-Brücke bietet sich mir ein fast futuristischer Anblick. Nanu, da kann ich sogar reingehen. Das ist so eine Tauchglocke, da kann man direkt in die Ostsee fahren und mal gucken, was man unter Wasser hier erkennt. Das Wasser ist ja noch nicht für seine Klarheit bekannt, aber vielleicht gibt es ja einen guten Blick. Ich bin gespannt, was mich hier am Meeresgrund wohl erwartet. 9 Euro sind es bitte. Na, ob sich das lohnt? Halt zurück. Und die Rückfahrkarte, ne? Ja. Dankeschön. Ja. Moin. So, ein Zurück gibt's jetzt nicht mehr. Da ist schon mal ein Fensterplatz hier. Das ist schon mal erste Reihe hier. Tja, und nun geht es abwärts. Während ich hinabsinke, steigt die Spannung und der Wasserspiegel außen vor dem Fenster. Diese Tauchgondel hier ist die erste ihrer Art weltweit, wurde von einem Zinnowitzer Ingenieur erfunden und im Sommer 2006 hier das erste Mal in Betrieb genommen. Wir haben das stolze Gewicht von 50 Tonnen, einen Durchmesser von 7 Metern. Und Fische sehe ich leider nur auf der Leinwand. Ein Film zeigt den Besuchern, wie lebendig die Ostsee auch sein kann. Live nur grüne Brühe. Herzlichen Dank. Und trocken wieder raus aus der Ostsee. Tschö! So, einmal ordentlich durchgeschaukelt. Jetzt habe ich nicht viel gesehen, ne? Wie die Ostsee halt so ist. Ein bisschen dunkler vom Wasser her, ein Fisch war jetzt auch nicht zu sehen, aber nun ja. Haben Sie sich denn so vorgestellt? Ja, gut, man wünscht sich natürlich, dass man ein bisschen mehr sieht, ne? Ein paar Fische erhofft, oder? Ja. Fische, ja. Würden Sie sagen, so eine Attraktion gehört zu Usedom mit dazu? Alle Fälle. Sollte man mal machen? Ja. Also das ist schön, wenn man noch ein bisschen weiter gucken könnte, aber war trotzdem interessant. Dann haben Sie jetzt erstmal einen schönen Tag, ne? Ja, ebenso. Tschüss zusammen. Ja, tschüss. Nach der halben Stunde Sitzen wandere ich die 300 Meter auf der Seebrücke wieder zurück. Was finden Sie denn so schön an Usedom? Alles schön. Wir haben gestern die erste Rundfahrt gemacht. Bis nach Swinemünde rüber und da hatten wir Zinnowitz ausgelassen und heute eigentlich ein Busruhetag und da sind wir nur bis hierhin jetzt gekommen. Was haben Sie für ein Gefühl vom Preis her? Ist das okay oder ist das ziemlich teuer hier? Nee, also es ist ein bisschen teurer vielleicht als bei uns. Es ist mehr, klar, aber ich sag mir immer, ne, ist eine Insel und auf eine Insel muss ja alles hingebracht werden, ist ja viel schwieriger. Was finden Sie denn an Usedom so spannend? Also warum so spannend, sollte man einfach nur schön. Haben Sie das Gefühl, Usedom ist teurer geworden? Für mich jetzt nicht. Wieso? Weil ich bin Busfahrer, ich habe Zimmer umsonst. Ist es denn wahr? Ja, sicher das. Aber ich meine, Sie müssen ja trotzdem mal was essen. Es ist überall teurer geworden. Ja, auch Usedom natürlich. Ja. Aber noch verträglich? Ja, oder? Ja. Zahlt man aus. Was sind denn die Pläne so für Usedom? Ja, einfach am Meer chillen, ne? Ein bisschen die Ruhe genießen, abschalten, einfach mal keinen Stress haben und das Meer genießen. Ne? Wenn man jetzt mal so ein bisschen ins Portemonnaie guckt, ist Usedom teuer? Also lässt man eine Menge Kohle hier oder ist das so, dass man sagt, oh ja, geht eigentlich? Kommt auf die Ansprüche drauf an, oder? Also wir haben eine günstige Unterkunft geschossen. Ja, wenn man so ein bisschen hier und da ein Auge zukneifen kann, geht das. Ich weiß nicht, wenn man jetzt keine großen Ansprüche hat. Geht das also zum Schlafen reicht und duschen, aber meistens ist man dann ja sowieso am Meer und draußen. Wir haben hier 5 Kilometer von hier. Wie heißt das denn? Lütow. In Lütow hatten wir die Unterkunft oder haben wir die Unterkunft. Und es war eine Ferienwohnung, 2 Schlafzimmer, Bad, Wohnzimmer, Balkon für 250 Euro. Fürs ganze Wochenende mit Endreinigung. Ist aber völlig okay. Mit Kurtaxi, mit für 4 Personen allen drum und dran.
Und alles, was dann hinterher noch im Portemonnaie bleibt, kann man ja auch wieder gut in Sekt investieren. Ja. Auch ich verbringe meine erste Nacht nicht direkt an der Ostsee, sondern in Krumin. Das liegt im Hinterland oder, wie die Einheimischen sagen, im Achterland. Ankunft. Auf Usedom gibt es 14.500 verschiedene Möglichkeiten zu schlafen, also das sind die Schlafplätze. Das verteilt sich so ein bisschen auf die Hotels, die Campingplätze und die Pensionen. Ich habe mir jetzt aber was rausgesucht, wo ich sagen würde, das ist selbst für Usedomer Verhältnisse was ganz Besonderes. Und deswegen freue ich mich auf eine ganz besondere Nacht. Im Naturhafen Krumin liegen neben Booten auch schwimmende Häuser, sogenannte Floating Houses. Und zu einem davon begebe ich mich jetzt. Eine Nacht kostet 320 Euro. Puh, das ist schon ein ordentlicher Preis. Ich bin mal gespannt, ob es das wert ist. Immerhin, das Ambiente ist vielversprechend. Das scheint zu sein die Suite Nummer 4. Bin mal gespannt, was mich erwartet. Schlüssel passt. So hätte ich mir das jetzt aber nicht vorgestellt. Eine schicke Küche. Ja, ich sag mal so, hier lässt sich's aushalten. Also ich habe schon andere Hotels gesehen. So Licht gibt's auch. Ich habe eine Sauna. Ich gehe gar nicht saunieren, aber das wäre mal ein... Das wäre mal ein Versuch wert. Usedom, jetzt schon eine schöne Visitenkarte hinterlassen. Und mein persönliches Highlight kommt erst noch. Und dann der direkte Weg zum Wasser. Boah, ist das schön. Mit diesem Ausblick und voller Vorfreude auf die folgenden Tage lege ich mich geschafft, aber glücklich schlafen. Guten Morgen aus der Knautschzone. Und damit meine ich nicht nur mein Gesicht, auch das Kissen. Ist das schön? Jetzt geht so langsam die Sonne auf. Es ist noch ganz ruhig. Bis auf mein Gequatsche. Das halt jetzt über den ganzen See. Und ich freue mich eigentlich jetzt nur noch aufs Frühstück. Und mein Fazit bisher ist, wer will denn da noch in der Stadt wohnen, wenn man so eine Aussicht haben kann? Da, nochmal gucken. Ist das schön. Frühstück! Und das bekomme ich im Hafen. Jetzt könnte man ja meinen, so ein schwimmendes Haus, das wackelt die ganze Nacht. Hat es kein bisschen. Also es hätte auch bei mir zu Hause sein können. Es war super angenehm. Jetzt gibt es erstmal ein Frühstück. Sie arbeitet, wo andere, die es sich leisten können, Urlaub machen. Finja Saathoff kümmert sich um die Vermietung der schwimmenden Unterkünfte. Guten Morgen. Guten Morgen selber. Na, gut geschlafen? Ja. Sehr schön. So müde bin ich noch. Lässt sich aushalten, ne? Ja, absolut. Klar, gerne. Ist aber schon ein stolzer Preis. Ja, ne? Definitiv. Aber wir haben uns hier ja auch ein bisschen Besonderes bei gedacht, ne? Man merkt schon, hier ist sehr viel Komfort. Ich habe auch super geschlafen. Das war sehr überraschend. Vor allem die Nummer, dass ich gedacht habe, hier schwimmt man ja und es wackelt jetzt die ganze Nacht, war überhaupt nicht der Fall. Ja, da hast du auch ein gutes Wetterchen erwischt und wir haben nicht so viel Seegang. Das heißt, es gibt hier auch wildere Nächte und es wackelt dann mehr hier, oder? Definitiv, ja. Wenn wir hier mehr Sturm und Wind haben, dann bei Windstärken bis zu 4 Knoten, da merkst du das schon mehr, dass sich das hier bewegt. Ja, wir hatten schon mal ein Hochzeitspaar hier und da hatte die gute Dame den nächsten Tag ganz schön zu tun, ja. Ernsthaft? Ja. Nee, also diese Probleme, davon habe ich nichts gemerkt heute. Sehr schön. Wie erlebst du denn den Tourismus hier auf Usedom? Hat es zugenommen? Ist das beliebter geworden? Ist es zu viel mittlerweile oder wie siehst du das? Ich finde es halt schwierig, ne? Also ich meine, wir leben ja alle davon. Also was wir ja auch immer versuchen, ist halt auch den Leuten einfach zu sagen, hey, fahr einfach nicht nur an die Ostseebäder, nur an den Strand. Besuch auch mal das Hinterland, damit sich das ein bisschen verteilt. Nimm dir vorne ein Fahrrad, leih dir das hier von der Leihstation, fahr mit dem Zug, nutz halt die Möglichkeiten, die du halt auch hast, auf anderem Wege hier über die Insel zu kommen. Ne? Sag mal, Finja, wenn ich mir jetzt überlege, ich will spontan jetzt nach Usedom fahren, und wenn wir jetzt so ein Hausboot mal mieten, oder hier so eine schwimmende Suite, wie es ja heißt, wie lange muss ich da im Vorfeld mal anklopfen? Solltest du schon zeitnah machen. Also ich sage immer so, wenn du im Prinzip jetzt im Sommer da bist, dann solltest du halt eigentlich auch für den nächsten Sommer jetzt schon wieder buchen, ne? Oh.
Wer seefest und bereit ist, tiefer in die Tasche zu greifen, 320 Euro kostet eine exklusive Nacht auf einem Floating House. Dazu kommen 13 Euro für ein Frühstück. Fenjas Tipp mit dem Hinterland nehme ich gleich mal auf. Im Hafen kann man spontan einen Segelturn buchen und genau das mache ich. Ja, moin. Ja, hallo Sven, herzlich willkommen. Das ist mir, gehe ich am besten runter, ja, rückwärts, oder? Rückwärts ist am sichersten und dann schön vorsichtig. Ah. Sven, du steuerst. Warte mal. Hier ist die Pinne, nennt sich das. Das Steuer, noch nichts machen. Jetzt, warte. Lass mich raten, du hast extra den stärksten hier an Bord rausgesucht. Natürlich, ja. Und in die andere Hand nimmst du die Schot. Jo. So, bitteschön. Wenn du ranziehst, geht das Boot wohin? Dann geht, wenn es zu mir zieht, geht es da. Ja, Backbord ist das. Und wenn du drückst, geht's ja, in die andere Richtung. Ja. Steuerbord. Damit haben wir schon Backbord und Steuerbord. Oh Gott, das verwechsel ich gleich eh wieder. Ja, frag dich ab. Oh nein. Doch. Kapitänin Rika Harder erzählt mir, dass Zeesboote wie dieses noch bis in die 60er Jahre für die Fischerei genutzt wurden und typisch für die vorpommersche Küstenregion sind. Anderthalb Jahre dauerte die Restaurierung ihres Bootes Romantik. Seit den 70er Jahren war das ja die Arbeit einzelner Leute, die überhaupt diese Schiffe vom Untergang bewahrt haben. Alles andere aus unserer maritimen Geschichte ist verschwunden. Ja, ist alles weg. Ne, alles, ich meine, das waren alles alte Boote, die sind irgendwann ins Schilf gefahren worden und dann sind sie verfault. Und die Zeesboote ist die einzige Klasse, die überlebt hat. Aber das macht dich schon stolz, ja, ne? Ja, natürlich. Das ist ja irgendwas. Das ist ja irgendwas Schönes und du, also das Schiff ist ja auch eine Augenweide. Was würdest du denn sagen, was macht Usedom gerade für die vielen Touristen, und das werden gefühlt ja immer mehr, so interessant? Also warum kommen die Menschen gerne hier hin? Naja, das ist eine Insel, dieser schöne Sandstrand da vorne, das ist natürlich toll, bietet aber auch gleichzeitig im Achterland, weißt du, viel Platz für Unternehmungen, ja? Also ob es jetzt das Segeln ist oder Radfahren oder Kanufahren oder sonst irgendwas, ja? Also dieser naturnahe Tourismus, den kann man doch hier erleben. Und wenn du Remi-Demi willst, kannst du auch was machen. Ja. Also es bietet doch für alle was. Bin ich alleine auf Kurs? Naja, ich hätte schon gemeckert. Auch wenn Rika sich normalerweise das Ruder nicht aus der Hand nehmen lässt, ans Steuer darf jeder mal, heute ich, sonst gern auch mitfahrende Kinder. Ja, wie geht's dir denn, Sven, an Bord? Der Romantik. Ja. Es ist schön. Erstmal, weil das so eine ganz ruhige Art der Fortbewegung ist. Ne? Und ich kann mir schon vorstellen, wenn man so sein Herzblut hier in dieses Schiff steckt, dass das echt eine tolle Verbundenheit zur Insel, aber auch zum Wasser hier ist. Ne? Spricht das deine Sinne an? Total. Ja? Ja, absolut. Ich muss sagen, Usedom von der Wasserseite zu erleben, gefällt mir richtig gut. Und 20 Euro für einen anderthalbstündigen Segeltörn finde ich auch nicht zu viel. So, voilà, liebe Gäste, das war unsere kleine Ausflugsfahrt auf die Krumminer Wieg mit Steuermann Sven. Ja, Rieke. Vorschoter. Na, ich war auch dabei. Hat sehr viel Spaß gemacht. Alles eine gute Fahrt und Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ja, und euch auch eine gute Zeit. Dankeschön. Nun will ich das Festland erkunden. Startpunkt ist Bansin, eines der drei Kaiserbäder. Ich freue mich auf eine ganz besondere Tour. Es geht nämlich durch die Kaiserbäder. Und ich habe mich mal im Vorfeld informiert anhand dieser kleinen, feinen, charming Mappe. Und man sieht, es ist gar nicht so schwer. Man kann das Auto wunderbar stehen lassen. Ich starte in Bansin, dann geht es zum Heringsdorfer Seebad und hinter nach Ahlbeck. Und im Prinzip geht es nur geradeaus. Da kann ich den Wagen stehen lassen, habe mir ein Pedelec gemietet. Sie wissen schon. So ein Hybrid, irgendwas zwischen Auto und normalem Fahrrad. Also mit ein bisschen Anschwunghilfe. Und da freue ich mich jetzt besonders auf einen tollen Tag direkt in Strandnähe. Und los geht's! Warum heißt es eigentlich Kaiserbäder? Weil sich bereits im 19. Jahrhundert die kaiserliche Familie auf Usedom erholte und mit ihr im Schlepptau Adlige, Künstler und Gutbetuchte. Historische Umzugswagen gibt's heute noch. Es gibt so schöne Häuser und Villen, die hier stehen. Das ist echt der Hammer. Also fürs Auge wird echt eine Menge geboten. Da die Villen, da der Strand. Also hier könnte ich auch ein paar Mal hin und her fahren. Und ich hätte immer noch genug zu gucken. Auf den ersten Metern bin ich froh, dass ich Geld in ein Rad investiert habe. Einigen bin ich offenbar zu langsam. Aber ich genieße halt den Augenblick, ne? Das ist schön. Hier kommt mal ein bisschen runter.
Das ist ja Urlaub, während ich in die Pedale trete. Und ganz ehrlich, ich bin froh, hier kein Auto genommen zu haben, sonst hätte ich echt einiges verpasst. Vor allem die schönen Sehenswürdigkeiten. Hoppala! Ach, herrlich entspannt. Noch, denn in der Hauptsaison wird es auch auf den Radwegen und der Promenade rappelvoll. Nach nicht mal 2 Kilometern geht Bansin unmerklich in Heringsdorf über. Die Strandpromenade verbindet übrigens nicht nur die Kaiserbäder miteinander, sondern führt nach Swinemünde in Polen. Mit ihren 12 Kilometern ist sie die längste Strandpromenade in ganz Europa. Heringsdorf, neues Seebad, neue Seebrücke und noch eine Überraschung. Was ist hier denn los? Von der Seite sah das aus wie ein normaler Strandkorb, aber... Nee, die ist ein bisschen größer. Da gehe ich aber auch mal hin. Es ist tatsächlich der größte Strandkorb der Welt. Und wenn Sie sich fragen, woher weiß der Kroll das? Von dieser Tafel, da steht's drauf. Wow, der ist wirklich riesig. Und wie sich das gehört, ein richtiges Selfie gehört auch dazu. Vom größten Strandkorb der Welt. Wow, und was ist das denn für ein Blick von der Seebrücke hier? Also die in Heringsdorf ist schon deutlich größer und beeindruckend. Und gucken Sie mal hier, mit dem Fernsehen. Herzlich willkommen auf Usedom. So, na kommen Sie mit, wir gehen mal auf die Seebrücke. Das will ich nicht alleine machen. So ein Perspektivwechsel erlaubt einen ganz anderen Überblick. Herrlich. Hier weht dann erstmal so ein schöner, ordentlicher Ostseewind in die Nase. So gehört sich das. Gucken Sie mal. Da ging's los mit dem Fahrrad über die Strandpromenade. Und jetzt bin ich hier am Seebad Heringsdorf. Und zwar genau an dieser Brücke. Zack, zack. Und die gucke ich mir jetzt mal genauer an, wenn ich schon die ganzen Stufen extra hochgehe. Was ich zum Glück noch nicht ahne, mehr als ein halber Kilometer Weg liegt vor mir. Die Ostsee, die kann was. Schön ist es. Das Beste an dieser Seebrücke, ich kann shoppen. Platz genug ist ja da. Immerhin ist sie 508 Meter lang und damit die längste in ganz Deutschland. Nach dem Fußmarsch freue ich mich jetzt, durch Heringsdorf zu radeln und Urlaubsluft zu schnuppern. Aber ich habe auch ein Ziel. Das scheint zu sein. Meine Unterkunft für heute. Moin! Hallo! Hi, Sven. Schön, schön, dass du da bist. Dankeschön. Herzlich willkommen. Und zack, jetzt rein. Ladies first. Oh, danke schön. Jenks last. So, wo müssen wir hin? Wir gehen jetzt hier einmal rechts zur Treppe und dann zeige ich dir dein Zimmer. Welche Nummer habe ich denn? 527. So indiskret, Sie haben das nicht gehört. Ne? Die Boje 06 liegt zwar nicht direkt am Strand, präsentiert sich aber doch modern maritim. Mal gucken hier. Lichtchen an. Die Dachsuite? Ja, genau. Was ist das Besondere an diesem Hotel? Also, du hast hier 30 Kabinen und Kojen und das ist einfach, du sollst hier ankommen und dich gleich gut fühlen. So, es geht einem, das heißt ja auch, komm, lass blau machen, ne? Ist ja so unser Motto. Und du bestimmst den Kurs. Und egal, wie du ankommst, mit dem Auto oder mit dem Fahrrad, sehr löblich, es ist total egal. Du gibst vor, was du machen möchtest hier. Was kostet mich die Nacht hier? Die Nacht kostet dich 190 Euro inklusive Frühstück und Nutzung des eigenen Spas. Oh, Spa gibt's auch? Mhm. Kannst du mir mal angucken? Ja, klar. Dazu geht's ins Nebengebäude. So ist der Sportplatz. Ach, guck mal, den kenne ich aus der Schulzeit noch hier. Ja. Du musst wissen, dass die Boje 06 war früher eine alte Schule. Ja, schon gut muckelig. Kein Wunder. Mal gucken, ob er da drin ist, oder? Ja, guck mal. Ich glaube aber nicht. Nee, keiner da. Oh, sehr gut. Oh, und ich laufe hier mit meinem Pulli rum. Nur. Einmal die finnische Sauna, eine Bio-Sauna, die ist ein bisschen angenehmer vom Klima einfach. Da kann man auch länger drin bleiben. Und eine Infrarotsauna. Bietet sich an für deine Muskeln, Tiefenwärme. Das ist richtig schön entspannt. Hast du gerade gesagt, ich habe Muskeln? Das ist ja schon lange nicht mehr. Eine Übernachtung kostet mich 190 Euro. Dafür sind Sport und Schwitzen im Preis inbegriffen.
habe mir gedacht, ich könnte jetzt auch genau das machen, was hier viele Touris machen, mich an den Strand legen. Nö, ich will ein bisschen was vom Hinterland sehen und habe mir deswegen eine Inselsafari gebucht. Sven, ich grüße dich, hallöchen. Hör mal. Ich bin Gunnar. Na? Wo steige ich an? Linkslenker, also du auf der rechten Seite, ich auf der linken. Gunnar Fiedler kennt die Insel und ihre geheimen Ecken wie kaum ein anderer. Seit 22 Jahren zeigt der Urlauber die schönsten Seiten von Usedom. Wo fahren wir denn jetzt überhaupt hin? Jetzt fahren wir genau dahin, wo nicht die Massentouristen unterwegs sind. Jetzt fahren wir ins sogenannte Achterland. Du musst dir vorstellen, die ganze Küste ist relativ flatt geschmirgelt, 40 Kilometer gerade Strand. Und der Süden der Insel, der sieht komplett anders aus. Der ist gekennzeichnet durch ganz viele kleine Buchten, durch kleine Halbinseln, durch versteckte Seen. Und wir fahren jetzt auf den Wolgaster Ort. Und das ist so eine Halbinsel zwischen der Kominer Wiek und dem Achterwasser. Das sieht schon anders aus als an der Küste. Also was typisch ist für Usedom ist auch, dass wir unwahrscheinlich alleereich sind. Und eine der ältesten Alleen auf Usedom ist diese wunderschöne Lindenallee, die uns jetzt an die Kominer Wiek führt. Die unebenen Straßen rütteln mich ein bisschen durch. Trotzdem genieße ich die Fahrt und die Ausblicke, die sich mir hier bieten. Und dass auch so viele so ein bisschen erstaunt sind, die zum ersten Mal auf der Insel sind, die erwarten natürlich erstmal plattes Land. Und plötzlich geht das bei uns so rauf und runter. Wir Usedomer reden ja sogar von Bergen bei uns. Und du wirst dir nicht glauben, wir haben bei uns auf der Insel einen 7000er und zwei 6000er. Ist das ein Witz oder was? Zählen aber einen Zentimeter bei uns. Ernsthaft? Und was auch so ein bisschen typisch ist hier für unsere Landschaft, du hast praktisch immer so in den Ackerflächen, in den Wiesen, so kleine Löcher. Mal mit Wasser, mal ohne Wasser. Das sind so Relikte aus der Eiszeit. Der Volksmund sagt dazu bei uns die Himmelsaugen. Aber eigentlich heißen diese Löcher Sölle. Du musst dir vorstellen, Usedom, 11.000, 12.000 Jahre zurück, war ja noch mit Eis bedeckt, Ende der Eiszeit. Und diese großen Gletscher, die hier gelegen haben, die haben praktisch ja, Endmoränen aufgeschoben. Und ab und an sind so Stücken rausgebrochen aus dem Gletscher vorne, runtergefallen. Der Gletscher hat sich, gemacht, ne? Naja, der Gletscher hat sich über dieses Toteis hinweggewälzt, hat diese Eisklumpen eingerammelt in die Erde. Und irgendwann taute alles ab, zum Schluss sind diese Eiszapfen abgetaut. Und so sind diese Sölle entstanden. Eine Tagestour inklusive Verpflegung und Nachhilfe in Inselgeschichte kostet 97 Euro. Unser Ziel liegt ziemlich weit ab vom Schuss. Na Sven, was sagst du? Ist das ein Panorama rechts von uns hier? Das ist aber richtig schick hier. Das ist das kleine Dörfchen Neberg mit seinem alten Fischereihafen. Wow! Ich such die Touris. Ja, ich such sie nicht. Du siehst schon, also hier sind wenig Urlauber, bis gar keine. Ab und zu mal ein verspreckte Fahrradfahrer. Das ist der Reiz vom Usedomer Achterland. Ein Reiz, dem ich sofort erliege. Ich glaube, dass man hier ganz gut runterkommen kann. Und ich glaube, dass wenn der ein oder andere Tourist wissen würde, was er hier verpasst, der sich ordentlich in den Allerwertesten beißen würde. Ja, wir sind natürlich im Prinzip auch froh, oder viele, viele Urlauber, die das für sich entdeckt haben, hier dieses Achterland, dass eben nicht jeder Urlauber jetzt hierhin pest. Ne? Also der Urlauber ist ja, er tickt ja immer gleich. Er will natürlich überall hin, wo es schön ist, aber ganz gerne alleine. Ne? Ja, also, das hätte er ja hier. Das hätte er hier tatsächlich. Ja, ist ja kein anderer. So ist es. Deswegen haben wir auch nicht verraten, wo wir sind. Ne? Also wir haben nicht gesagt, dass wir in Neberg sind, oder? Nee, haben wir nicht. Na, dann ist gut. Also ich würde nicht nach Neberg fahren, wenn ich Tourist bin. Auf gar keinen Fall. Für mein Geld bekomme ich übrigens noch eine üppige Mahlzeit. Picknick mit Aussicht sozusagen. Aber das ist ja fast schon dekadent bis romantisch. Ich finde, das ist genau das Richtige. Also Essen hält Leib und Seele zusammen. Oma würde sagen, better the book platzt, als davon övrig blieb. Hast du das verstanden? Nee, aber es hört sich niedlich an. Also besser der Bauch platzt, als dass was übrig bleibt. Übrig bleibt bei mir nur eins, das gute Gefühl, etwas wirklich Besonderes entdeckt zu haben. Geschafft und glücklich kehre ich in mein Hotel zurück. Ich bin völlig platt und ganz ehrlich, nach dem, was ich heute alles erlebt habe, wundert mich das nicht. Ich war so begeistert vom Hinterland. Also wirklich diese Inselsafari zu machen, die Natur zu erleben und zu sehen, was die Touris im Regelfall hier nicht sehen, das hat mich sehr beeindruckt. Die Insel an sich ist traumhaft schön. Die Kaiserbäder, ich kann verstehen, warum viele Touris da hingehen. Und ich finde, man kommt super mit dem Pedelec, als aber auch mit dem Fahrrad gut über die Insel. Sie können das Auto hier stehen lassen. Ich war da am Anfang eher skeptisch. Meine Anreise war schon relativ lang zur Insel. Entschädigt bin ich aber durch die wirklich gute Infrastruktur, durch die Fahrräder, die man hier nutzen kann.
Aber trotzdem, ich bin platt und müde. Deswegen bis morgen. Am nächsten Morgen bin ich ausgeruht und bereit für eine Grenzerfahrung. Ich will eine Grenze überschreiten, und zwar die Ländergrenze zu Polen. Mein Ziel, Swinemünde. Usedom hat ja zwei verschiedene Hälften. Es gibt auf der einen Seite die deutsche Seite auf Usedom und natürlich auch die polnische. Und ich besuche heute mal unsere Nachbarn in Polen. Und da kommt man mit dem Fahrrad super hin. Deswegen radel ich jetzt ein bisschen durch ein Waldgebiet, was extrem schön ist. Hier ist Ruhe. Es ist wirklich eine schöne Strecke, gut zu schaffen, nicht hügelig oder so. Also man braucht noch nicht mal so ein Pedelec. Das klappt mit einem normalen Fahrrad auch ziemlich gut. Und ich bin gespannt, was mich auf der anderen Seite, also hinter Deutschland, erwartet. Der Grenzübergang, unspektakulär. Und da sind wir. Direkt an der Grenze. Auf der einen Seite Deutschland, da war ich jetzt die ganze Zeit. Ich will aber auch noch sehen, was auf der anderen Seite ist. Und deswegen, it's just a jump to the left. Und ich bin in Polen. Und hier gucke ich mich jetzt mal genau an. Grenzüberschreitung funktioniert hier ganz easy. Oh, das ist praktisch. So, wo ist denn der rote Legendenpunkt? Da oben, da stehen wir. Nur jetzt auf der anderen Seite. Denn jetzt geht's rüber nach Swinemünde. Da kaufe ich mir jetzt erstmal ein paar schöne Souvenirs. Das gehört ja auch mit dazu, ne? Vorher hole ich mir noch ein paar Meinungen ein. Ist das nicht eine schöne Waldstrecke? Das ist eine wunderbare Strecke. Ja, also. Das macht sehr viel Spaß. Braucht man ein bisschen mehr im Portemonnaie, wenn man Urlaub auf Usedom macht? Wir nicht unbedingt, weil wir sind Camper. Wir haben ein Wohnmobil. Was zahlen Sie denn für den Stellplatz da? Ich glaube, 38 Euro waren das. Das ist noch okay. Ja, ja. Wasser und Strom mit drin, alles. Ja. Ja, ja. Und dann geht's jetzt schon auf die Tagestour. Genau. Was wünschen Sie sich denn von Swinemünde? Wir kennen es ja schon, wir sind schon mal da gewesen. Und ich hatte mir von dem Polenmarkt ein bisschen mehr versprochen. Aber da sind wir nur so ein Viertel rein und sind dann gleich wieder raus. Warum? Weil wir es nicht schön fanden. Echt? Ja. Das ist eigentlich genau das, wo ich jetzt hin wollte. Machen wir. Na, das sind ja tolle Aussichten. Aber neugierig wie ich bin, will ich mir mein eigenes Bild machen. Also erst mal gucken. Vielleicht finde ich ja ein Schnippchen. Und was ich hier schon mal nicht finde, sind Verkäufer. Die gehen beim Anblick unserer Kamera sofort auf Tauchstation. Und ein außergewöhnliches Schnäppchen suche ich vergeblich. Jetzt war ich auf dem sogenannten Polenmarkt und ich kann Ihnen sagen, wir hatten zwar eine Drehgenehmigung, aber man hat gemerkt, so Bock auf Fernsehen haben die definitiv nicht. Und das lag wahrscheinlich auch an den vielen Ständen mit der gefälschten Markenware. Da freuen sich Touristen natürlich drüber über einen günstigen Kurs. Mein Ding ist es nicht. Umso mehr freue ich mich jetzt in Swinemünde mal ein bisschen was anderes zu sehen, nämlich sehr moderne Hotels, eine tolle angelegte Promenade hier und doch, was mich noch erwartet, ich habe keine Ahnung, ich guck's mir einfach an. Die Promenade gefällt mir richtig gut. Neu angelegt, liebevoll gestaltet. Sobald ich die verlassen habe, werde ich allerdings ratlos. Swinemünde ist die Stadt der Gegensätze. Jetzt habe ich vorhin an der Promenade so viel moderne Architektur gesehen, eine schöne Landschaftsgestaltung. Und jetzt suche ich schon das nächste Highlight und langsam auch verzweifelt. Das habe ich gefunden. Die alte Festung von Swinemünde, die catcht mich jetzt nicht so. Aber ich habe Wasser gesehen und da zieht es mich wieder hin. Obwohl, vielleicht gönne ich der Engelsburg ja doch einen zweiten Blick, wird immerhin auf allen Reiseportalen beworben. Nee, immer noch nicht. Hässlich. Was würden Sie einem Touristen empfehlen, der das erste Mal jetzt nach Swinemünde kommt? Jetzt haben Sie ja schon ein bisschen was gesehen hier. Ich glaube, man geht mal zur Promenade und geht gut essen und trinkt ein schönes polnisches Bier und dann ist gut. Das war's dann auch. Das war's dann meines Erachtens. Also zumindest das, was wir bis jetzt gesehen haben. Ich habe von der Promenade eben ein bisschen was gesehen. Das sah super modern aus, schön gestaltet, architektonisch auch. Und dachte mir, wenn das jetzt das Entree zu Swinemünde ist, zur Stadt, da kann ja nur noch ein Highlight kommen. Jetzt suche ich allerdings ein bisschen verzweifelt. Ich kann es Ihnen nicht sagen, wo es ist. Da sind wir schon zu zweit. Ja, sind wir zu zweit. Ist denn Swinemünde teuer? Also wenn Sie jetzt hier essen gehen, was haben Sie für einen Eindruck? Ich hätte jetzt gesagt, ein Drittel billiger wie in Albeck. Oh. Das lohnt sich.
Etwas günstiger scheint Swinemünde also immer noch zu sein. Und das, obwohl durch den Bauboom der vergangenen Jahre und durch den zunehmenden Tourismus die Preise ordentlich angezogen haben. Und ein bisschen schönes Ambiente gibt es auch ganz umsonst. Nach einer kleinen Pause schwinge ich mich wieder auf mein Pedelec und radel zurück auf die deutsche Seite. Ich will noch mal zum Strand. Vor 140 Jahren wurde an der Ostsee etwas Spezielles für eine rheumakranke Dame erfunden, der Strandkorb. Heute kann ich mir an der gesamten Ostseeküste Strandkörbe mieten. Gerade wird ein neues Exemplar geliefert, funkelnagelneu und direkt aus der Manufaktur. Was wiegt der? Oh, der wird so 80 Kilo eher. Das ist ja irre. Und wo wird der hergestellt? Hier in Heringshof, in der ältesten Strandkorbmanufaktur Deutschlands, im Korbwerk. Wie alt ist die denn? Wir werden 2025 werden wir 100 Jahre alt. Kommen Sie, ich helfe Ihnen. Echt? Sicher? Ja, sicher. Okay. Dann los. Okay. Sehr Muckis. Schwerer als ich dachte. Ich um eine große Klappe. Wird der Hand geflochten? Oder? Ja, tatsächlich. Flechtleistung ungefähr 6 plus 10 Stunden alleine Flechtleistung ungefähr. Bei den Flechtern, die top sind. Ne? Achso, war das jetzt ein Top-Flechter hier? Oder? In dem Fall ja. Wobei es das einfache Geflecht ist. Ne? Woran sieht man, dass das ein Top-Flechter war? Keine Unregelmäßigkeiten drin, überhaupt keine. Null. Alles total gerade. Ich frage für Freunde. Ihr müsst bestimmt auch einkaufen. Neu kostet so ein Strandkorb etwa 2000 Euro und er hatte gleich mehrere davon bestellt. Alex Birkholz, er vermietet die an Strandbesucher. Allerdings hat er noch etwas anderes im Angebot und ich merke, dass mein Magen knurrt. Moin! Moin, hallo! Der Hunger treibt mich und der Duft holt mich. Ja, sehr schön. Was gibt's hier? Lachs oder? Ja, ich mache frischen Lachs auf dem Kühlgrill. Mit hausgemachten Usedomer Fischstiften und dazu frisch geräucherten Lachs noch mal dazu. Okay, ein bisschen was anderes als Pommes und Burger? Genau, wir machen ein paar frische Sachen, ein paar gesunde Sachen und nicht die klassischen Pommes. Ich hätte auch gern so einen. Oder sind die schon reserviert hier? Nein, sehr gerne. Ja, sehr gerne. Bekommst dann nehme ich einen. Okay. Schuppi. Fischtüften ist Plattdeutsch für Fischkartoffeln, eine Spezialität der Region. Eine Art Stampfkartoffeln mit Petersilie, Lorbeerschinken oder Speck, die vorwiegend, Überraschung, zu Fisch serviert werden. 10 Euro kostet mich dieses Gericht in allerbester Lage, Sand unter den Füßen und Meerblick inklusive. Boah. Also mal ganz ehrlich, mehr Klischee geht nicht, oder? Schön Lachs. Hier im Strandkorb gemummelt und das Meeresrauschen im Nacken. Ich finde, so könnte ich jede Mittagspause verbringen. Aber nun ja. Mal gucken, wie der schmeckt. Jetzt will ich nun aber doch mal Platz in einem richtigen Strandkorb nehmen. Die gibt's hier ja zu mieten. So stelle ich mir meinen Urlaub vor, in so einem Strandkorb. Den ganzen Tag hier so in der Sonne gammeln. Perfekt, oder? Schön, oder? Ja. Was kostet denn so ein Strandkorb, wenn ich den pro Tag miete? Dieser Korb kostet 12 Euro pro Tag. No, ist ja eigentlich ganz okay. Das finde ich auch. Ist ein fairer Preis. Und dann hast du hier alles, da dann Komfort dabei, eine Fußlehne und ein Dach über dem Kopf. Fußlehnen, Dach über dem Kopf. Ja, wenn du mal beim schlechten Wetter hier unten sein solltest oder wenn Wind ist, hast du es immer ein bisschen geschützt und hast deinen kleinen Privatbereich. Was kann denn der beste Strandkorb, den du hier vermietest? Wir haben als absolutes Highlight auch noch ein kleines Weinkühlfach hier unten drin in der Mitte. Doch. Wo du dann ein kleines Kühlfach hast, wo Eis von uns reingemacht wird und eine Flasche Wein dazu. Und dann kannst du dir ein paar ganz gemütliche Stunden hier machen. Auch für 12 Euro am Tag. Die kosten dann 15. Ja. Wein extra. Für 15? Wein extra. Wir können ja mal so ein kleines Strandkorb-Quiz machen. Frage an Sie. Woran erkennt man, dass der Alex viel länger in der Sonne ist als ich? Na, jetzt gucken Sie mal nicht so indiskret auf meine Beine. Um meine blassen Gliedmaßen stilvoll abzulegen, zahle ich 12 Euro am Tag. Eines der drei Usedomer Kaiserbäder fehlt mir aber noch, Albeck. Und ich merke, dass die Kaiserbäder nicht wegen des kaiserlichen Wetters so heißen. Jetzt bin ich auf dem Weg nach Albeck und es ist richtig
frisch heute. Ich glaube, wärmer wird es auch nicht mehr. Aber ich bin gespannt auf das dritte Kaiserbad. Ich glaube, das könnte noch mal ein richtiges Highlight werden. Also das geht ratzfatz. Man hat eine Menge zu gucken. Es ist wirklich eine unglaublich schöne Fahrradroute hier. Und an den Seiten ist doch viel gemacht. Ne? Für Kinder mal so ein Spielplatz, irgendwelche Imbissbuden und richtig wichtig eben auch für viele Menschen, es gibt ganz viele Klos. Über die Insel führen insgesamt 200 Kilometer gut ausgebaute Fahrradwege. Kein Wunder, dass so viele mit ihrem Drahtesel unterwegs sind. Ich frage mich schon die ganze Zeit, warum überall diese gelben Räder stehen, aber vielleicht gibt es hier die Antwort. Das Usedomrad. Anrufen, Code ablesen und Rad dann mitnehmen. Für einen schmalen Kurs von 12 Euro pro Tag. Finde ich ja erstmal gar nicht verkehrt, ne, wenn man nicht sein eigenes Rad mitnehmen will und vor allem den Wagen stehen lassen will. Trotzdem, ich bin froh, mein Pedelec zu haben. Da komme ich dann auch gut über die Dünen, die ganz hohen hier. Ahlbeck ist das östlichste der drei Kaiserbäder, beliebt bei Touristen wegen der Bäderarchitektur, der vielen Cafés und Restaurants und der einzigen wirklich historischen Seebrücke. Wie ist es denn? Ja, super. Ja? Sehr schön. Erste Mal auf Usedom? Nee, das zweite Mal. Warum? Mit Abstand die schönste Ecke. Ja, wir waren auch schon oft an der Nordsee und so, aber hier Ostsee ist schon noch was anders. Die Strahlung ist schön dabei. Der Strand ist anders. Wie ist er denn? Weicher? Ja, viel, viel weicher. Ist Usedom teuer? Billig ist es bestimmt nicht. Aber ich denke, ist Nötternei und so weiter auch nicht billig. Ein bisschen über Castrop-Rauxel. Ich denke, wenn wir schon gehen, dann wollen wir ja auch ein bisschen Komfort haben wollen. Komfort schätzte schon vor über 100 Jahren der Adel, der in diesem Kaiserbad seine Sommerfrische verbrachte. Ein Bauwerk, in dem sich die feine Gesellschaft einst beim Tanztee und Flanieren vergnügte, steht heute unter Denkmalschutz. Bis heute zieht es Urlauber und Filmemacher an. Kommen Sie mal mit, ich will Ihnen was zeigen. Das hier ist Deutschlands älteste erhaltene Seebrücke. Und Sie werden mit Sicherheit dieses Gebäude kennen, wenn Sie ein großer Loriot-Fan sind. Denn der Gute hat für Papa Ante Portas hier gedreht. Und jetzt kommt's, er hat das ganze Gebäude weiß streichen lassen für noch mehr Glamour am Strand. Und trotz des wenig glamourösen Wetters heute spüre ich die besondere Atmosphäre. Das ist doch echt ein Anblick, oder? Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass früher die Damen mit ihren großen Ballkleidern hier reingegangen sind, sich extra schick gemacht haben für einen Kaffee vielleicht. Da liegt so ein bisschen Historie schon in der Luft. Heute lockt ein maritim anmutendes und helles Restaurant Urlauber und Einheimische auf die Seebrücke, die die älteste in Deutschland ist. Im Gegensatz zu anderen Seebrücken trotzte der hölzerne Bau in Ahlbeck allen Stürmen, dem Meer und Eis der vergangenen Jahrzehnte. Für mich wird es Zeit, sich zu verabschieden und meine Radtour zu beenden. Mein letzter Tag neigt sich dem Ende und mein Aufenthalt auf Usedom auch. Auf Wiedersehen, Strand. Tschüss, Usedom. Mein Fazit lautet: Für mich war das gar kein Problem, mit meinem Pedelec hier quer über die Insel zu fahren. Eine super Infrastruktur für Fahrradfahrer. Also lassen Sie bloß Ihr Auto stehen, wenn Sie nach Usedom kommen. Was aber ganz spannend ist, das ist die Preispolitik. Usedom ist jetzt nicht unbedingt ein Schnäppchen, aber kleiner Tipp, gehen Sie mal ins Hinterland. Buchen Sie vielleicht nicht das Hotel direkt hier am Strand. Im Hinterland haben Sie die Möglichkeit, einfach mal einen Schnapper zu machen. Und Sie erleben vielleicht ein paar Orte, die die Touristen sonst hier nicht sehen würden. Ich gestehe, Usedom hat mir richtig gut gefallen. Meinem Portemonnaie vielleicht nicht ganz so, aber ich habe mir auch einiges gegönnt. Zwei Übernachtungen in bester Lage, die aber auch ihren Preis haben. Ein Pedelec für 22 Euro am Tag, ein normales Rad hätte mich etwa die Hälfte gekostet. 97 Euro für eine Inselsafari, 20 Euro für einen Segeltörn, 9 Euro für einen Tauchgang. Durchschnittlich geben Urlauberinnen 950 Euro auf Usedom aus. Das ist eine Menge. Von der Anreise ist das allerdings so ein Ding. Schauen Sie mal, wir sind im Nordosten von Deutschland. Da fährt man noch mal eine ganze Ecke. Wenn Sie jetzt aus Bayern kommen, noch ein bisschen mehr. Aber es lohnt sich. Usedom ist vielfältig, Usedom ist wunderschön. Und die Menschen hier genießen das Leben am Strand. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Was kostet?
Ich freue mich jetzt auf zu Hause, aber wissen Sie was? Ich grab mich jetzt erstmal zurück. Tschüss! Habt ihr noch kein Abo? Dann klickt doch einfach hier und verpasst kein Marktcheck-Video mehr. Und hier haben wir übrigens noch mehr Videos für euch.